So, dann mal herzlich willkommen zurück zum Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir waren ja nach Kolding gefahren und haben jetzt hier bei einem Bauernhof eine Fuhre Fleisch aufgenommen, die soll nach England gebracht werden. Zu fahren ist gar nicht so viel. Es geht nämlich auch mit dem Schiff rüber. Ja, schmeißen wir die Karre mal an. Ein Majestix. Ja, Majestix, das ist so ein komischer Stern. Ich denke mal, das Spiel hat nicht die Lizenz gekriegt, um LKW, Mercedes-LKWs zu machen. So, wollen wir uns mal direkt auf den Weg machen? Auf geht's nach England. Ja, müssen wir erstmal rüber zur Nordseeseite. Eieiei, das schlägt in den Arm. Diese Schotterpiste. Ich habe dieses Lenkrad mit Force Feedback. Ich merke das also wirklich, wenn es schottrige, hugelige Strecke ist. So. Mir scheint aber fast. Aha. Dass hier der LKW ein bisschen mehr Power hat. Na, nehmen wir das Schild mit? Nee, das geht durch. So. Ja, was mir noch aufgefallen ist, ich sehe übrigens von den linken Außenspiegeln, sehe ich nur knapp die Hälfte. Und später auf dem Video sieht man da mehr von. Ich stelle mir das jetzt mal so ein, dass ich ein bisschen mehr von dem Spiegel sehe. Ja, obwohl ihr seht wahrscheinlich mehr. Hinter auf dem Video sieht das anders aus. Leute. Lasst mich doch mal vor. Eilige Fleischlieferung? Nein. Gottes Willen, vorlassen. Puh. Jetzt geht die Karre rückwärts. Na komm. Na bitte. So. Durch die Stadt müssen wir erstmal. Ach du liebe Zeit, Stau. Das ist ja mal blöd. Volvo-Händler entdeckt. Na toll. Wenn ich Geld hätte, würde ich ja ein Volvo kaufen. Dann kann man nämlich andere Aufträge annehmen und besser bezahlte vor allen Dingen. Aber der billigste Volvo kostet so knappe 100.000 Euro und der, den ich haben will, der ist schon recht ordentlich. In der Grundausstattung liegt so bei 160.000. Mit dem ganzen Schnickschnack, wie ich ihn haben will, und 750 PS Maschine liegt man dann schon so bei, ja, schätzungsweise 250 bis 300.000. Aber wir haben bis jetzt 6.000 Euro zusammengefahren. Das ist gar nicht so fürchterlich, wie man meinen sollte. Denn man kann ja, wenn man längere Strecken fährt und wenn man dann durch diese höheren Level bessere Bonuspunkte hat, dass man auch Gefahr gut transportieren kann, geht es dann aber rapide hoch mit den Beträgen und dann geht es dann doch relativ zügig, bis man genügend Geld zusammen hat, um sich einen eigenen Truck zu kaufen. Und dann fängt das Geldverdienen erstmal richtig an. Ja, und wieder rot. Ja, toll. Ich benutze nach wie vor noch diese Demo-Version von diesem Bandicam. Denke aber mal, dass ich das kaufen werde, diese Software. Aber das wird wohl, ja, vielleicht frühestens in der nächsten Woche soweit sein. Bis dahin muss ich mich eben damit begnügen und ich möchte auf jeden Fall in dieser Folge jetzt die Strecke bis Grimsby auch ganz draufbringen. Notfalls muss ich halt zusammenschnippeln aus zweien. So, dann lass mich mal hier rum. Da hinten geht's schon zur Autobahn. So. Ruf auf die Autobahn. Dass die Engländer kein eigenes Vieh haben, um Fleisch zu machen, ne? Na, wie sieht's denn mit dem Wetter aus? Ob wir noch Regen kriegen?
100 ist hier erlaubt. Ah ja, wir müssen dann gleich. Ist alles frei. Ist aber auch nichts los. Vorhin stehen wir im Stau und auf der Autobahn. Nichts los. Na, war klar. Kriegen wir noch schönen Regen. Wir sind doch noch gar nicht in England. Wieso regnet es denn schon? Mal ein bisschen ausholen hier. Mal Licht anmachen. So. Ächzt. Mistwetter. Oh, letztens bin ich mal hier auch in Dänemark unterwegs gewesen. Da hatte ich nicht nur Regen, hatte ich noch ordentlich Nebel. Oh, das sieht aus, als kriegen wir hier auch wieder Nebel. Lässt du mich rein? Danke. Ah, Hugel. Einmal bin ich in die Planken gedonnert. Da lasse ich das Lenkrad los. In dem Moment kommt so ein Hugel. Und ich schieße voll in die Planken. Da war nichts mehr zu retten. War ja nicht schnell, war gerade mal so 95 Stundenkilometer. Ja. So. Tja, jetzt fahren wir mal hier so eine schöne Strecke. Man sieht wieder nichts, weil wir so ein Mistwetter haben. Ah, ja, 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 ja. Zum Glück gute Scheibenwischer. Doch, die funktionieren gut. Fernlicht, bringt das was? Nicht wirklich. Naja. Ach ja, würde Herbert von GamerTV jetzt sagen. Den habe ich ja bei den letzten Referenzen meines Videos ja mal gegrüßt. Würde mich ja freuen, wenn er das irgendwie mal mitkriegt, zur Kenntnis nimmt und darf mich gerne mal auch in seinem Video erwähnen. Fände ich ja ganz ulkig, weil ich sehe wirklich, das macht er doch schon recht professionell. Also, die Videos und die Moderation, weniger das Fahren, aber ich glaube, das macht auch irgendwo die Würze an seinen Videos. Ich denke mal, meine Videos haben bei weitem nicht die Qualität, um dass sich das lohnen würde, da 270, 300 Videos von zu machen. Aber mal gucken, so eine Handvoll, solange es welche gibt, die sagen, oh ja, ist toll, mach doch noch weiter, dann mache ich noch ein bisschen weiter. So, jetzt müssen wir gleich links, denn wir müssen zum Hafen und müssen dann aufs Schiff, das uns nach England bringt. Ich könnte jetzt mal super optimistisch sein und sagen, vielleicht regnet es ja in England nicht. Naja, man wird ja wohl mal träumen dürfen. Fahr doch nicht so lahm, Mensch. Uns läuft doch die Zeit weg. Ich habe doch Realzeit nur noch 2 Minuten, dann ist doch Schluss mit der Aufnehmerei. Also schmeißen wir uns hier in den Kreisverkehr. Und Schwupsikowski. Pläster. Tolle Wurst, echt. Und ein Nebel hoch 3. Hoffentlich verfährt sich das Schiff nicht. Eine Ampel ist genau das, was ich jetzt haben möchte. So, grün, fahren, zackig. Du Olla, Dänekopp. Oh, hat er ja nicht gehört. Hat er ja nicht gehört. So, wo ist denn jetzt unser Hafen? Ich sag mal, Navi sagt, du musst zum Hafen hier links rein. Da sind wir schon angekommen. Jawohl, ja. Und rauf auf das Schiff. Zack. Und da können wir unser Fahrziel auch schon aussuchen. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich schnittel jetzt zusammen und geht gleich weiter. Wir gehen aufs Schiff und fahren rüber. Tschüssikowski. So, und da sind wir wieder in dem noch verregneten Dänemark. Wir waren unterwegs mit Fleisch von Kolding nach England, nämlich Grimsby, sind jetzt am Hafen angekommen und wollen jetzt mal schauen, dass wir aufs Schiff kommen. Ja, welche Route müssen wir denn da nehmen? Da müssen wir hin. Aufbrechen. Schwupps.
Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie lange wir unterwegs sind. Wir haben Dienstagmorgen 8 Uhr. Wetter ist schön, Scheibenwischer können wir ausmachen. Prima, kommen wir direkt an der Straße an. Ja, dann wollen wir mal uns auf die Socken machen. Wo müssen wir denn langkommen? Gib mir das Navi. Links rum. So. Sieht gut aus. Ah, da kommt wer. Das sieht aus wie ein Volvo. Oh, lasst mich jetzt hier nicht so lange warten, Leutchen. Ah, da fahre ich einfach rein. Mal gucken, ob die mich lassen. Ja, 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 hier ist Linksverkehr, ne? Das ist also gar nicht mal so einfach. Ah, ich kann den Spiegel nicht sehen. Ja, ich komme aber rum. So. Und direkt abbiegen hier. Da steht's schon. Grimsby ist auch nicht weit. So. Was? Ich hab ihn angeratscht. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Oh, Mann. Da habe ich einem wohl die Stoßstange abgerissen mit dem Trailer. Hat mich mal eben lockere 400 Euro gekostet jetzt. Blöd, blöd. Ich habe ihm aber, hab da gar nicht gesehen. Ich habe ihm eine Versicherungskärtchen von mir aus dem Fenster geschmissen. Also nicht, dass er denkt, ich mache jetzt Fahrerflucht. Das ist hier erlaubt. Wenn man denn so eine Versicherungskarte rauswirft, habe ich gemacht. Geht alles klar. Nein, und ich lüge nicht. Okay. So. Jetzt heißt es Kreisverkehr andersrum gefahren. Ah, verdammt, ich bin seit Wochen ein bisschen heiser. Und dann auch noch das Gequake hier die ganze Zeit. Außerdem war das nur schuld, weil mein Spiegel nicht richtig funktioniert. Ja gut, wär jetzt der andere, den ich da gebraucht hätte. Übrigens, die Geschwindigkeitsbegrenzung hier von 50, das ist nicht km/h, sondern Meilen. Das heißt, ich kann jetzt schneller als 50 fahren. Wie viel ist denn 50 km/h? Da dürften so gut etwas über 70... 50 Meilen dürften etwas über 70 km/h sein. Und 60 sind ja schon fast 90 km/h. Also bei 60 dürfte ja schon fast voll Kanne fahren. Naja. Was haben wir noch? 120 Kilometer. Es ist kaum zu fassen. Wir sind in England und das Wetter ist besser als in Dänemark. Hm. Nun denn. Wer ist eigentlich von euch schon mal Linksverkehr gefahren? War schon mal einer in England von euch und ist tatsächlich Linksverkehr gefahren? Ich hatte bis jetzt immer gedacht, das würde ich nie machen, nach England fahren, gerade wegen dem Linksverkehr. Ich werde ja verrückt. Ne, wenn man mal so Szenen gesehen hatte im... Oh, schöne Aussicht hier. Im Fernsehen, um Gottes Willen, niemals fahre ich Linksverkehr. Und jetzt habe ich meine Meinung so ein bisschen geändert. Durch dieses Spiel hier, durch den Simulator, wo ich jetzt Linksverkehr fahre, und der fühlt sich wirklich beinahe an wie echtes Fahren, würde ich sagen, traue ich mir das durchaus zu. Allerdings, ne, im Realen, da hat man dann auch noch viel mehr Verkehr und da kann ich nicht mal eben bei einem kleinen Ratscher eine Versichertenkarte rauswerfen und bin mit 400 Euro davon. Da kann die Sache ein bisschen unangenehmer werden. Oh, ich sehe, wir müssen eine schöne Schleife fahren. Ja, also wir haben schon fast die Hälfte unserer Aufnahmezeit um. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich sollte die Software kaufen, werde ich sicherlich auch tun. So, ich verlasse mich jetzt nur auf den Spiegel, da kommt nämlich keiner. Kilometer noch, das ist ja gar nicht so weit. So ist besser. Und ein bisschen mehr Spiegel, genau. So. Ihr seht natürlich links den Spiegel komplett, aber ich nicht. Ich könnte das natürlich so einstellen, dass ich hier dasselbe sehe, das volle Bild sehe und nicht an den Rändern was abgeschnitten habe. Aber damit würde ich mir meine drei Monitor-Bildschirmeinstellerei ziemlich durcheinander wirbeln und das ist immer so ein Gefriemel, das richtig einzustellen. Deswegen lebe ich eben mit dem Kompromiss. Und das geht anscheinend auch. Ja.
Hälfte der Zeit ist gut um. Ja, das hört ja dann auch mal auf, dass ich da immer so genau auf die Uhr achten muss, weil es ist bestimmt eklig, wenn ich mir hier, wenn ich hier fahre und mir einen Wolf erzähle und nimmt gar nicht mehr auf, weil die Zeit längst überschritten ist. Vor allen Dingen kann ich ja dann auch schlecht an dem gleichen Punkt wieder ansetzen, weil ich ja da nicht gespeichert habe. Und deswegen, naja, das ist doch mal richtig was für Oberansicht. Ah ja, schöne Brücke. Aua, der Hugel war schon heftig jetzt. Ja, Wetter ist leider ein bisschen dunstig. Ja, und 50, ja, schon der Blitzer, ne? Na? Haben wir nochmal Glück? Ja, da kommt der nächste Blitzer. 50, das könnte eng werden mit meiner 80. Ah, ich denke nämlich da oben diese Dinger, die da hängen. Bei uns in Deutschland sind das meistens diese LKW-Maut-Messgeräte, aber hier sind das nämlich Blitzomaten. Die stehen manchmal am Rand und manchmal hängen sie auch da oben. Bin ich fest von überzeugt, dass die Dinger blitzen. Eieiei. Habt ihr das gehört? Rababam hat das gemacht. Und schlägt einem bald das Lenkrad außer Arme. Geht eigentlich ganz prima, aber wehe, man fährt gerade mal kurz freihändig oder so und fährt dann über so einen Huckel, dann knallt's ohne Ende. Glaubt es mir, genauso wie wenn man anfängt hier, weil man sich erschrocken hat, mal hektisch zu lenken, dann ist man tot. Hat Herbert auch schon gesagt. Ich habe mich kaputt gelacht, als er sagte. Ich sagte so zu mir: Ich weiß, ich weiß. So. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit notorisch rechts fahren. Oh, die Kurve ist aber doch relativ scharf. 37 Kilometer noch, hoppla. Ja, so ist das, wenn ich hier aufs Navi gucke. Na, Gott sei Dank nicht viel los. Nächste Ausfahrt müssen wir auch raus. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, ganz einzuparken. Kommt drauf an, wie weit es gleich ist und ob wir da noch irgendwelche Ampeln oder so haben. Ist dann doch ein bisschen eng. Aber ich habe gesagt, ich mache auf jeden Fall die Tour komplett. Naja, hier dieser Majestix, der hat ja doch schon ganz gut Schmackes. Also da fühle ich mich schon ein bisschen eher wie zu Hause. Ja, wenn ich die Tour komplett habe, muss ich mal gucken. Wenn ich noch eine nächste Folge mache, vielleicht nehme ich euch mal mit auf meinen Truck. Ich stehe ja, wie gesagt, gerade in Casablanca. Und könnte euch ja da mal ein Stück mitnehmen. Allerdings, da ist das ziemlich heftig alles. Und da, glaube ich, reichen die 10 Minuten Aufnahmezeit gar nicht mal aus, um aus Casablanca rauszukommen. Ja. Also, das wird wohl nichts hier. Ich werde wohl nochmal zusammenschnippeln müssen. In knapp 2 Minuten ist die Zeit um. Naja, gut, ich mache mir die Arbeit halt. Ist ja egal. Holla, 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 holla. Na. So. Hier, Blitzomatwarner. Was haben wir? 50. Könnte knapp werden. Ich gehe mal vom Gas. Vielleicht reicht's noch. Tut ja nicht Not. Ne? Da steht der Blitzer. Hier kann man sehen. Links, da steht der Blitzer. Die stehen in England übrigens falsch rum. Die gucken in die falsche Richtung. So. Es ist nicht mehr weit. Wir sind schon mal in Grimsby. Einmal noch geradeaus durch den Kreisverkehr. Ja, aber die Zeit, die läuft uns davon. Das funktioniert so nicht. Ich muss also jetzt mal anhalten. Das mache ich auch. Oh, hier haben wir einen Bürgersteig. Kann ich an dem Bürgersteig anhalten? Ach, ich bleib einfach hier auf der linken Spur stehen. Da können die anderen ja vorbeifahren. Kann ja mit einem Rad da rauffahren. So, alala. Komm. So, da hat's uns gerade rausgehauen von der Zeit her. Ich bin aber nur eben hier ganz auf den Bürgersteig gefahren, damit der Verkehr weiterfließen kann. Das staute sich nämlich hinter uns. Und dann müssen wir jetzt noch den Rest fahren. Dann machen wir das mal. So, Warnblinker aus, Motor an. Gut, Gang rein. Und dann schauen wir mal, dass wir da irgendwo zwischenkommen. Oh Mann, hier ist, was ist denn hier los?
Ja, der LKW, der muss halt warten. Oh, jetzt rappelt's. Eieieiei. Na. Gut. Linksverkehr in England. So, wir sind nämlich schon da. Ich brauche hier nur einmal um die Ecke rum. Wenn die Ampel nicht noch schnell rot wird. So. Und hier ist dann auch schon unser Firmenhof. Okay. Ich habe ja noch Licht an. Dann machen wir mal aus. So. Wo haben wir denn unseren? Ich muss mal eben von oben gucken. Ah, da müssen wir rein. Das ist jetzt aber doch ein bisschen enger. Ich gebe mein Bestes. Dann machen wir im ersten Gang. Na, ein Stück noch. Mehr ist hier nicht. So, schauen wir mal, was wir da machen können. Na? Noch ein bisschen mehr. Kriegen wir noch rumgesetzt? Jawohl. So, ist wieder nicht so ganz gerade, aber es hat gereicht. So, was haben wir denn? Zack. Okay. 193 Kilometer gefahren. 17 Stunden, 36 Minuten, 99,6 Liter. Für die 193 Kilometer gab es die 759 Euro und 193 Erfahrungspunkte. Einen Erfahrungsbonus für Level 2 gibt es von 22 Euro. Und es gibt einen Bonus für Parken des Aufliegers von 300 Erfahrungspunkte. Somit haben wir verdiente 781 Euro und 493 Erfahrungspunkte sind in Level 3 als Neuling und können uns jetzt hier noch was freischalten. Wir wählen wieder Fernfahrten und schalten uns da den nächsten Punkt frei. Hier kann man sehen, was das bringt. Rang 3. Lieferungen bis zu 1500 Kilometer könnten wir jetzt fahren. 15% höhere Vergütung bekommen wir für Lieferstrecken über 1000 Kilometer. Und so geht's weiter. Hier gibt es noch mehr Kategorien, die Gefahrenklassen, hochwertige Fracht, zerbrechliche Fracht, Just-in-Time-Lieferung und sparsame Fahrweise und so weiter. Wir wählen aber das aus. Ja, noch kurz ein Blick auf die Karte. Das ist hier also die Karte und die gelben Strecken sind die, die wir schon gefahren sind. Das macht aus 0,56% der gesamten Karte. Und die eigentliche Karte, wenn man das Spiel kauft, ist eben England. Und hier von Deutschland ist Kiel das nördlichste. Alles, was Dänemark ist und Flensburg, ist eigentlich nicht dabei. Dann hat man eben Deutschland, Benelux-Staaten dabei, ein bisschen England, also auch durchaus Paris, so was man hier sieht. Lyon, hier ist aber Schluss. Norditalien, Torino, Milano und Verona ist dabei. Und ansonsten so ein bisschen Österreich und dann so bis in den Osten. Prag, glaube ich, ist noch dabei. Wenn man dann dieses Going East dabei hat, gibt es quasi noch den ganzen Quatsch hier dazu. Da gibt es also noch Polen und Ungarn, Slowenien, Slowakei und auch Österreich ist vollständig dabei. Alles, was hier sonst noch weiteres ist, also hier dieses Erweiterte, diese jugoslawischen Teile hier, genauso wie Albanien und ein wunderschönes Griechenland, ist eben von der TSM-Karte gemacht worden, genauso wie die Erweiterung Italien, was noch fortgesetzt werden soll, der Süden Frankreichs, Spanien und eben das herrliche Nordafrika, wo man wirklich kilometerweit durch die Wüste fahren kann, stunden und stundenlang, ganz, ganz toll gemacht, also wirklich mit Details, Sondershausen, kann ich wirklich nur empfehlen.
Ja, ich hoffe, euch hat die Fahrt Spaß gemacht und das war's dann erstmal. Was ich noch für Fortsetzungen mache und ob ich welche mache, weiß ich nicht. Vielleicht lese ich da ja Anregungen in den Kommentaren. Das wär's dann. Ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüssi, eure Julia.